geht's nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr, stopp. Nach dem Roten. Schau, so war's. Das ist unsere Mittagspause. Ja, wir stehen unter einem schattigen Baum. Und da steht der Diplo. In der Sonne. In der Sonne, leider. In der Sonne. Ja, wo sind wir da? In Rabelsbach? Am Heuplatz. In einem tollen Gasthaus, wo Klaus keinen Salat gekriegt hat. Wo sie keinen Salat gekriegt hat. Weil anscheinend vergessen wurde. Das nächste Fahrzeug, das ankommt, ist das Baujahr 77, ein Opel Diplomat, gefahren vom Herrn Ingenieur Klaus Hochholdinger und seine Gattin Gisela am Beifahrersitz. Sitzt am Kindersitz, glaube ich. Nächstes Fahrzeug ist ein Opel Corsa ATR aus dem Baujahr 83, gefahren vom Herrn Patzl René und der Herr Kirchner Andreas am Beifahrersitz. Man bedenke die schwarzen Kennzeichen, also er hat ihn schon lange. Das Fahrzeug ist das erste. Das nächste Fahrzeug ist der Mercedes 280C, gefahren vom Herrn Ingenieur Herbert Resetaritz, am Beifahrersitz sein Sohn Florian, Fahrzeug ist aus 77. Heuer sind bei unserer Rallye die Opel sehr stark vertreten. Das nächste Fahrzeug ist wieder ein Opel Kadett C, Baujahr 79, gefahren vom Herrn Mirojevic Goran. Fährt das erste Mal bei unserer Veranstaltung mit, hat sich einen sehr großen Applaus verdient.